Das ist Kaya. Kaya hat den großen Traum, prima Ballerina zu werden. Was es heißt, eine prima Ballerina zu sein und welche Tanzmöglichkeiten sich einem mit einer klassischen Ballettausbildung eröffnen, darüber hat sich Kaya in vielen Büchern über Ballett informiert. Heute ist es endlich soweit. Kaya hat ihre erste Ballettstunde. Kaya ist schon sehr aufgeregt, weil alles neu und ungewohnt ist. Aber das gehört dazu. Sie hat sich gut auf ihre ersten Tanzstunden vorbereitet. In ihrer Balletttasche hat sie alles dabei, was sie für ihre ersten Tanzstunden benötigt. In eurer ersten Tanzstunde reicht es, wenn ihr mit einem engen Trikot und einer Strumpfhose bekleidet seid. Bei der Ballettkleidung ist es besonders wichtig, dass sie eng am Körper anliegt. Dadurch kann die Ballettlehrerin genau sehen, ob ihr die Übungen richtig ausführt. Vor den Aufwärmübungen zieht Kaya zusätzlich eine Wickeljacke über ihr Trikot, damit sie nicht friert. Für die ersten Ballettstunden braucht ihr ein paar Schläppchen mit einer weichen Sohle. Diese gibt es aus Satin, Leinen oder Leder. Aber am wichtigsten ist, dass man sich gut in ihnen bewegen kann. Manche Mädchen binden ein Schuhband an ihre Schläppchen. Dieses kennen sie von den richtigen Spitzenschuhen. Dadurch fühlen sie sich wie eine richtige prima Ballerina. Balletttänzerinnen binden ihre Haare während des Tanzens zu einem Dutt. So stören die Haare nicht beim Tanzen und man kann ihren Gesichtsausdruck besser erkennen. Yvonne hilft Kaya dabei. Schaut euch genau an, wie man das macht, damit ihr es bald selber könnt. Bevor ihr richtig mit dem Ballettunterricht anfangt, ist es wichtig, dass ihr euch eine Ballettschule aussucht, an der ausgebildete Ballettlehrer unterrichten. Die Tanzlehrer sollten eine Prüfung abgelegt und sich mit der Anatomie, dem Knochenbau des menschlichen Körpers, befasst haben. Das ist sehr wichtig, damit Lehrer wissen, wie eure Körper im Wachstum funktionieren. Es gibt viele körperliche Voraussetzungen, die eine Balletttänzerin mitbringen muss, um eine prima Ballerina werden zu können. Am besten besucht ihr vorher eine Fachärztin, die sich mit Tanzmedizin und Ballettanatomie auskennt. So könnt ihr sichergehen, dass euer Körper die Voraussetzungen erfüllt, bis ins hohe Alter Ballett tanzen zu können. Frau Dr. Exner-Grave von der Medikos auf Schalke ist eine Fachärztin, die sich ganz besonders gut im Bereich der Tanzmedizin auskennt. Sie wird uns während des Unterrichts begleiten und uns viele sehr nützliche Tipps geben. Mein Name ist Dr. Elisabeth Exner-Grave. Ich bin seit einem Jahr als Orthopädin hier in der Medikos auf Schalke in Gelsenkirchen tätig. Und wir werden hier in Kürze ein Kompetenzzentrum Tanzmedizin etablieren. Das hat so ein bisschen den Hintergrund, dass ich vor dem Abschluss als Ärztin selber professionell getanzt habe. Ich war noch während der Schulzeit bis zum Abitur als Jungstudentin in der Volkwang-Hochschule in Essen für Tanz tätig und es fiel dann so mit 19 die Entscheidung, werde ich Tanz studieren oder eben dann doch Medizin. Und da ich immer mitbekommen habe, dass die Tänzer in den Umkleiden gestöhnt haben, weil sie keinen vernünftigen Arzt gefunden haben, der sich mit Tänzern auskennt, habe ich mir irgendwie schon damals geschworen, also ich möchte Tänzern eigentlich helfen und eine adäquate sportmedizinische Betreuung auch für Tänzer aufbauen können. Und da haben wir natürlich mit so einer Einrichtung wie hier Medikos auf Schalke als größtes deutsches ambulantes Reha-Zentrum optimale Voraussetzungen. Jetzt aber schnell. Kayas erste Ballettstunde hat angefangen und die jungen Tänzerinnen machen sich schon warm. Jetzt stellen wir euch eure Ballettlehrerin vor. Sie wird heute eure erste Ballettstunde begleiten und schauen, ob ihr alles richtig macht. Mein Name ist Natascha Erkelenz. Ich bin 27 Jahre alt und gelernte Tanzpädagogin und Tänzerin. Jetzt nehme ich euch mit in die erste Ballettstunde und zeige euch, dass es eigentlich ganz einfach ist, mit Ballett anzufangen und dass es sehr viel Spaß machen kann. Jetzt präsentiere ich euch meine kleinen Tänzerinnen, die alle mal prima Ballerina werden wollen. Der Ballettunterricht beginnt immer mit einer Reverence. Dies ist eine Geste zu Ehren eurer Lehrerin. Ich bin die Sophia. Ich bin die Marie. Ich bin die Kaya. Ich bin die Marie.
Jede Ballettstunde beginnt mit Übungen, in denen die verschiedenen Bereiche des Körpers gelockert werden. Das ist für das Tanzen sehr wichtig, denn andernfalls könntet ihr euch leicht verletzen. Zu Beginn werden Finger und Arme bearbeitet. Während die Kinder sich aufwärmen, kontrolliert die Ballettlehrerin die Haltung ganz genau. Das Becken und der Rücken sollten gerade stehen. Eure Schultern sind ganz entspannt. Der Kopf ist gerade und zeigt nach vorn. Die Haltung ist ganz besonders wichtig, denn an ihr erkennt man eine richtige Ballerina. Also in der ersten Ballettstunde gucke ich halt erstmal, wie die Voraussetzungen sind von den Kindern. Sie lernen erste Grundschritte und im Vordergrund steht es halt auch spielerisch, auch ihre Freude haben. Also ganz wichtig ist, glaube ich, im Vordergrund, dass die Kinder erstmal die Freude am Tanzen beibehalten. Als nächstes sitzen die Kinder mit ausgestreckten Beinen in einem Kreis. Die Fußspitzen sind zur Mitte gerichtet. In dieser Übung lernt ihr, wie man die Füße für spätere Ballettschritte aufwärmt und kräftigt. Nach dem Aufwärmen möchten wir euch die Grundpositionen des Balletts zeigen. So könnt ihr zu Hause auch mitmachen, wenn wir später an die Ballettstange gehen. Es gibt 5 Fußpositionen und 3 Armhaltungen, die eine Ballerina beherrschen muss. Auf diesen Grundpositionen bauen alle späteren Ballettschritte auf. Bei der ersten Armhaltung formt ihr eure Arme zu einem Kreis. In der dritten Armhaltung bilden eure Arme über dem Kopf ein Oval. In der zweiten Haltung sind eure Arme nach außen geöffnet, Ellenbogen leicht gebeugt und Hände etwas angewinkelt. In der ersten Position der Füße stehen eure Fersen zusammen. Die Fußspitzen zeigen weit nach außen. In der zweiten Position stehen die Fersen eine Fußlänge auseinander. Eure Zehen zeigen möglichst weit nach außen. In der dritten Position setzt man die Fersen voreinander. In der vierten Position stehen eure Füße etwa eine Fußlänge voreinander. Die Zehenspitzen zeigen nun nach außen. In der fünften Position sind die Beine gekreuzt und eure Füße stehen ohne Abstand voreinander. Die Zehen zeigen nach außen. Die Auswärtshaltung der Beine, en dehors genannt, ist besonders wichtig für das klassische Ballett. Diese Haltung ermöglicht dem Tänzer einen großen Bewegungsumfang. Die Ballettsprache ist ja Französisch
Und das beruht eigentlich auf der Geschichte. Der Ludwig der 14. war ja auch der Sonnenkönig, als Sonnenkönig bekannt. Der war dem Tanz sehr zugetan und der hat ja 1661 die erste Tanzakademie der ganzen Welt gegründet mit Sitz in Paris. Und er hatte einen Ballettmeister, der hieß Pierre Beauchamp, und der hat quasi so die Ballettsprache festgelegt. Also die fünf Positionen der Füße im klassischen Tanz, die sechste Position heißt, dass die Füße dann parallel stehen. Diese Position wird ja im Ballett eigentlich gar nicht genutzt. Nach den Aufwärmübungen geht es mit Übungen an der Ballettstange weiter. Die Stange wird auch Barre genannt. Dieser Teil des Ballettunterrichts wird mit einer oder beiden Händen auf der Barre absolviert, welche euch hilft, das Gleichgewicht zu halten. Ausgehend von einer der fünf Fußpositionen werden beim Demi-Plié die Knie, ohne die Fersen vom Boden zu lösen, gebeugt. Der Demi-Plié ist die Basisübung für alle Schritte des klassischen Balletts. Der Demi-Plié ermöglicht einem die Kraft, die man für Sprünge und Drehungen benötigt. Durch das Üben des Demi-Plié kann man jede Drehung gut abfedern und eure Ballettschritte bekommen die Leichtigkeit und Eleganz, die charakteristisch für das Ballett sind. Jawohl. Und wir machen Demi-Plié. Eins, nicht ganz tief, zwei, Streck, drei, vier, nur halbes Ohr. Das heißt, wir gehen so tief. Hier sehen wir einen Grand Plié. Beim Grand Plié beugt man die Knie etwas tiefer als beim Demi-Plié. Die Fersen werden nur etwas angehoben. Hierbei den Körper nicht auf den Fersen sitzen lassen. In der zweiten Fußposition des Grand Plié hingegen werden die Fersen nicht angehoben. Der Grand Plié dient der Kräftigung der Muskulatur an euren Oberschenkeln. Ich arbeite sehr gerne mit Kindern, weil sie sehr viel aufnehmen können. Sie haben sehr viel Spaß und man lernt auch sehr viel durch Kinder. Man weiß sofort, ob man richtig liegt oder ob man falsch liegt. Man lernt selber, wie man am besten jemandem was beibringt, weil Kinder sagen sofort auch ihre Meinung. Und mir ist es wichtig, denen auch wirklich vernünftig das Tanzen beizubringen, weil leider viele Lehrer das falsch machen, weil die auch nicht die entsprechende Ausbildung haben. Und deswegen habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, es besser zu machen. Der Demi-Plié und der Grand Plié sind im traditionellen Ballett die Übungen, mit denen man das Training an der Stange beginnt. Hier zeigt euch der Ballettkurs einen Tendu. In fortgeschrittenen Ballettkursen werden alle Übungen an der Stange im Raum ausgeführt, damit die Tänzer auch ohne die Unterstützung der Barre das Gleichgewicht halten können. Ich finde es sehr wichtig, dass man wirklich einen pädagogischen Hintergrund hat, weil man weiß, wie der Körper funktioniert. Wir haben hier Sportmedizin und Anatomie in der Ausbildung und kann wirklich darauf achten, dass ein Kind gesund lernt. Man kann im gesunden Rahmen die Verfassung steigern, die Haltung korrigieren eventuell. Und ohne Ausbildung ist es halt manchmal schwer. Es gibt so allgemeine Korrekturen, womit die Kinder dann nicht wirklich was anfangen können. 5, 6 und 7, 8. Nochmal. Halb, Spitze, Strecke. Kinder vorne. 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5. Jetzt machen die Kinder ein paar Sprünge aus einer geringen Höhe. Diese Sprünge nennt man Sauté und Spring Points. Sauté gibt es in verschiedenen Schwierigkeitsgraden und man kann sie unterschiedlich gestalten. Nur das letzte Mal einmal, Plié und dann Sauté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Streck 7, 8. 5, 6, 7, 8. Mit kleinen Sprüngen kann man die Dehnbarkeit der Achillessehne gut trainieren. Eine gute Dehnbarkeit ist sehr wichtig für euren Körper. Beim Ballett braucht man eine hohe Beweglichkeit in der Hüfte, die nur bis zu einem gewissen Grad trainierbar ist. Diese Eigenschaft ist größtenteils genetisch, sie wird also vererbt. Jeder Sprung im Ballett beginnt und endet mit einem Demi-Plié. Weil alle fleißig mitgemacht haben, belohnt Frau Erkelenz den Ballettkurs mit einer Überraschung.
Eine fortgeschrittene Tanzschülerin, die schon mehrere Jahre Ballettunterricht nimmt, zeigt den Anfängerinnen einige Übungen auf der Spitze. Der Anfängerkurs schaut gebannt zu, denn der Spitzentanz ist der Traum einer jeden Ballerina. Wir verabschieden uns nun von unserem Ballettkurs für Anfänger. Wenn ihr soweit seid, könnt ihr zu Hause auch in die Übungen einsteigen. Hallo, schön, dass ihr zuschaut. Ich bin Yvonne und wir machen heute einen Ballettkurs nur für euch und zeigen, wie man Ballett tanzt. Aber bevor wir beginnen, müssen wir uns aufwärmen, damit unser Körper schön breit ist, damit nichts passiert. Und das zeigen wir euch jetzt. Bei der Aufwärmung fangen wir an mit einem Corps de Bras, das heißt Tragen der Arme. Im Ballett gibt es 6 verschiedene Corps de Bras. Und wir machen jetzt einen Teil davon, damit wir uns auch schön halten und schön warm werden im Körper. Die Adriana zeigt uns das jetzt einmal vor. Adriana, die Schultern sind runter und der Bauch ist ein bisschen straff angezogen. Und die Arme sind ganz leicht, als ob sie schweben würden. Das ist jetzt das halbe Corps de Bras gewesen. Jetzt machen Sie das nochmal im Sitzen. Auch hier ziehen wir uns ganz hoch und haben einen ganz geraden, langen, schönen Rücken. Und wir gucken auf unsere Hände, die so schön dahin schweben. Sehr schön, dass wir das alle machen. Das ist das erste Corps de Bras. Über die erste Position in die dritte, geöffnet zur zweiten und in die Vorbereitung zurück. Die Schultern bleiben unten. Unsere Arme sind ganz leicht und schweben wie auf Wolken. Bitte achtet darauf, dass ihr den Bauch schön einzieht, denn das ist wichtig für eine gute Haltung. Kommen wir zur zweiten Übung der Aufwärmung. Jetzt sind unsere Füße dran. Die müssen auch schön warm werden, weil die müssen ja gut gestreckt werden beim Ballett. Die Katja zeigt uns jetzt mal eine kleine Übung, wo wir unsere Füße strecken und flexen. So, Katja. Schön strecken und bis zum großen Zeh auf dem Boden. Und die Knie bleiben schön gestreckt am Boden. Hier darf keine Lücke sein, nur eine kleine. Und einmal ausdrehen und wieder parallel. Und jetzt fangen wir an mit den Zehen.
Genau. Und jetzt den ganzen Fuß. Und jetzt. Alleine. Und jetzt die Zehen. Sehr schön. Und auch hierbei ziehen wir uns ganz hoch und machen uns ganz groß bis zur Decke. Und strecken. Und flex. Sehr schön. Jetzt strecken wir unsere Zehen bis auf den Boden. Und die Knie bleiben schön gestreckt unten. Ganz feste durchstrecken und dabei gerade sitzen. Wir ziehen uns ganz lang und gucken nach oben. In der nächsten Übung heben wir unsere Beine, damit wir sie von ganz oben bis runter in den kleinen Zeh spüren und auch ganz warm werden. Die Marie zeigt uns das jetzt einmal. Schön parallel und die Knie sind ganz doll durchgestreckt. Und ganz toll gestreckte Füße, so wie die Marie. Jetzt einmal ausdrehen und die Ferse guckt uns jetzt an und lacht uns ins Gesicht. Und die andere Ferse. Sehr schön. Und auch hier ganz schön groß. Sehr schön. Achtet gut auf eure Haltung, dass ihr euch auch schön lang macht. Nun zeigt uns die Adriana den Schmetterlingssitz. Damit dehnen wir unsere Beine. Das ist ein Sitz, den habt ihr bestimmt auch schon mal gesehen. Das ist ganz bekannt. Die Knie werden ganz fester auf den Boden gedrückt und der Rücken ist gerade. Und jetzt rollen wir hoch bis hoch zum Kopf. Jetzt gehen wir gerade nach vorne und hochrollen den Kopf als letztes. Die Füße bleiben dabei auf dem Boden und ganz gerade und groß machen und hochrollen. Und nochmal. Ganz, seht ihr, wie schön gerade ihr Rücken ist? Genau so ist das richtig. Und jetzt fangen wir an mit Rollen. Kopf zuerst und jetzt gerade hoch. Genau. Und Kopf zuerst und gerade hoch. Und die Knie werden dabei ständig nach unten gedrückt, bis zum Boden wäre am besten. Und mit Arm nochmal sehr schön. Wir ziehen uns ganz hoch, machen uns klein und hoch. Und groß machen. Schön. Im Schmetterlingssitz drücken wir die Knie fest auf den Boden, sodass unsere Beine gedehnt werden. Beim Runterrollen fangen wir mit dem Kopf an und machen unseren Rücken ganz rund, als ob wir ins Wasser tauchen würden. Beim Hochkommen ziehen wir uns lang nach oben und strecken unseren Rücken. Im Schmetterlingssitz drücken wir die Knie fest auf den Boden, sodass unsere Beine schön gedehnt werden. Thank you.
zwar ist das der Breitspagat. Auch hier dehnen wir unsere Beine nochmal zum Abschluss. Die Marie zeigt uns mal, wie das geht. Wir fangen an, den Oberkörper von Seite zu Seite und ziehen uns ganz weit rüber. Unsere Knie steigen nach oben und sind ganz gestreckt. Und wir ziehen uns rüber bis zu unserem gestreckten großen Zeh. Und nochmal zur Seite, schön hin und her. Und strecken und das Knie bleibt schön oben. Und nochmal hin und her. Und wir machen unseren Rücken ganz lang. Ja, oh, super. Zuerst beugen wir uns auf die linke Seite, dann auf die rechte. Die Knie dürfen nicht nach vorne zeigen, sondern zur Decke. So habt ihr euren Oberkörper schön warm gemacht. Begrüßung oder Verbeugung. Wir machen die Reverence heute so. Linker Arm, rechter Arm, tendu, Fuß strecken, hinten auf den Ballen absetzen, kleiner Knicks und ein bisschen den Kopf beugen. Und jetzt alle zusammen, damit die Stunde beginnen kann. Und linker Arm, rechter Arm, tendu, absetzen und knicks. Jetzt kommen wir endlich zur Stange. Und am besten nehmt ihr euch dafür einen Stuhl oder ihr sucht euch eine Kante, wo ihr euch dran festhalten könnt, so wie wir hier. Die Kleinen haben ein bisschen kleinere Stangen. Und die erste Übung an der Stange ist auch eine Aufwärmung, besonders für die Füße. Und jetzt lernt ihr die Position des Balletts kennen. Wir fangen an, drehen uns zur Stange oder zu eurem Stuhl und die Füße sind nebeneinander, ganz parallel. Und das nennt man sechste Position. Und nun drehen wir unsere Füße und unsere Beine einfach aus. Auf. Und wieder schließen. Und wieder auf. Und wieder schließen. Ganz locker, überhaupt nicht gezwungen, nur so weit wie es geht. Und das vierte und letzte Mal. Und auf. Das ist jetzt die erste Position des Balletts. Nun machen wir ein Tendu, das heißt Fuß strecken. Dazu schleifen wir über den Boden, bis der Fuß und das Bein ganz gestreckt sind. Und setzen genau da den Fuß auf den Boden ab. Das nennt man die zweite Position. Nun machen wir wieder ein Tendu, ganz gestreckt und schleifen zurück mit der Ferse in die Mitte des anderen Fußes. Das ist jetzt die dritte Position. Ein Tendu seit und nun kreuzen wir ganz mit der Ferse bis vor die Zehen. Das ist die fünfte Position. Und auch hier machen wir uns ganz hoch und groß. Tendu nach vorne. In eine kleine vierte Position, Füße direkt voreinander und Fuß strecken, zurück in die erste Position, beide Füße auf einer Linie. Genau so, sehr schön. An der Stange fangen wir nun an mit dem Plié, das bedeutet Beugen der Beine. Es gibt ein kleines Plié und ein großes Plié, das werdet ihr gleich sehen. Und zwar fangen wir an und nehmen unseren Arm auf die Schulter. Wir machen uns ganz groß und dann Demi-Plié, kleines Plié. Jetzt das große, Fersen gehen vom Boden weg und Knie
ganz weit nach außen. Nun, die erste Position, zweite Armposition, allongé und wieder auf die Schulter. Demi, plié, Knie zur Seite, grand plié. Erste, zweite, allongé. Und jetzt mit Arm. Demi, plié, allongé. Großes plié. Und Vorbereitung. So, jetzt seid ihr dran. Erste Position und Vorbereitung. Arm heben auf die Schulter und Demi, plié, Demi, plié, grand plié, Knie zur Seite und hochkommen. Und Arm in die erste, in die zweite, Ellenbogen runter und wieder auf die Schulter. Demi, plié, demi, plié, großes plié und hochkommen. Erste, zweite und jetzt mit Arm. Demi, plié, demi, plié. Und grand plié über die erste, zweite und schließen in die Vorbereitung. Sehr schön. In der nächsten Übung machen wir tendu, das kennt ihr ja schon, den Fuß schleifen und dégagé, das bedeutet, das Gewicht wird übertragen. Und begonnen wird in der ersten Position auch wieder zur Stange. Beide Füße auf einer Linie oder leicht ausgedreht, wie ihr das könnt. Dann fangen wir an. Tendu, seid, dégagé, Knie nach außen, aufs andere Bein, erste Position. Tendu, in der zweiten Position, plié, aufs andere Bein, erste Position. Jetzt tendu nach vorne, die Ferse fängt an. Und jetzt fängt der kleine Zeh an und wir ziehen durch bis nach Rück und erste Position ganz groß machen. Und jetzt hier, erst rechts begonnen und dann links. Schön groß machen, ganz hoch und los. Dégagé. Schön, aufs andere Bein. Erste Position. Tendu, dégagé, aufs andere Bein. Erste Position. Jetzt Ferse nach vorne. Erste Position. Und jetzt mit dem kleinen Zeh anfangen, Knie strecken. Und erste Position. Links tendu, dégagé. Knie nach außen, erste Position, tendu, dégagé, schön Adriana, aufs andere Bein, erste Position und Ferse nach vorne und Zehen zurück und gestreckt in die erste Position, super. Die nächste Übung heißt Jeté, das bedeutet werfen. Und nun werfen wir mit unserem Bein, so als ob wir einen Ball wegschießen wollten, schön kraftvoll. Unsere Arme nehmen wir dafür wieder auf die Schultern und wir stehen in der ersten Position, bis zur Decke ziehen wir uns. Dann machen wir tendu vor und werfen und tendu, erste Position. Tendu zur Seite und werfen und wieder schließen. Jetzt nach rück. Tendu und werfen
Und ab. Erste Position. Nun machen wir 1, 2, 3, 4. Einstützen. Kopf zur Seite. So, und jetzt seid ihr dran. Erste Position. Schön groß machen. Und Arm auf die Schulter. Und tendu vor. Und back. Tendu. Und schließen. Und tendu. Und back. Und tendu. Und schließen. Tendu. Und back. Tendu. Und schließen. Tendu. Und back. Tendu. Und schließen. Und jetzt alle zusammen. Und einstützen, Kopf zur Seite. Sehr schön. So, nun sind wir schon bei der letzten Übung angekommen. Und das ist Relevé. Das bedeutet sich erheben. Und das bedeutet, dass wir auf die halbe Spitze gehen. Das machen wir heute erstmal in der sechsten Position. Also beide Beine parallel. Zur Stange. Beide Füße zusammen. Und jetzt nochmal schön lang machen für die letzte Übung. Und zwar gehen wir hoch und wieder ab. Und Füße und Beine gestreckt und wieder ab. Plié und hoch. Und plié und hoch. Und jetzt den linken Fuß hochziehen und auf dem rechten stehen. Und absetzen und dehnen mit dem Plié. So. Und bei dem Relevé ist es wichtig, dass wir zwischen dem ersten und dem zweiten Zeh stehen. Das ist ganz wichtig. Und jetzt macht ihr das mal vor. Sechste Position. Schön hochziehen. Und hoch gehen. Knie gestreckt und runter. Und Fersen zusammen, ja genau richtig. Und runter. Plié. Und hoch. Hoch auf halbe Spitze. Genau, und schön die Fersen zusammen. Genau. Und plié. Und jetzt Fersen zusammen. Hoch. Und linken anziehen. Schön gestreckt und auf dem ersten Zeh stehen. Ja, schön. Und plié. Dehnen und strecken. Und nochmal. Auf die halbe Spitze. Ganz hochziehen. Und ab. Auf die halbe Spitze. Und ab. Plié. Und hopp. Aber schön zusammenbleiben. Und plié. Und hopp. Linken Fuß anziehen und schön hoch auf dem rechten bleiben. Ganz hoch und dehnen im Plié. Yvonne, unsere fortgeschrittene Tänzerin, hat im Alter von 10 Jahren mit dem Ballettunterricht begonnen und zeigt euch nun den Spitzentanz. Hier zeigt uns Yvonne ein paar Übungen auf der Spitze, die sie zu Beginn mit 2 Händen auf der Barre ausführt. Diese dient als Stütze während der Aufwärmphase. Hopp, schön kreuzen. Hopp. Und jetzt schön entlang. Hopp. Und plié. Und zwei, bisschen schneller, Füße strecken. Und elastisch. Zack, kreuzen, schneller, Füße strecken. Es ist ja so, dass die erste Ballerina, die überhaupt auf Spitze getanzt hat, das war die Marie Taglioni und das war 1832 in der Premiere von La Sylphide und ihre Schuhe sind original erhalten und zu sehen in Paris. In der Nationaloper, die haben die ausgestellt und das waren also Schuhe, die mit diesem Spitzenschuh von heute nicht vergleichbar waren, nämlich die Spitzenschuhe von der Taglione, die hatten noch keinen geblockten Vorfuß.
Ja? Und der geblockte Vorfuß ist das Charakteristikum des Spitzenschuhs, so wie wir den heute kennen. Und den gibt es eigentlich erst seit Beginn des 20. Jahrhunderts. Ja? Und diese harte Zehenbox, die wir nennen, das ist der vordere Anteil des Spitzenschuhs, entsteht durch mehrere Rupfenschichten, die übereinander geleimt werden. Also mit Stärke Dextrin werden die zusammengeklebt und dann wird das Ganze hier mit Atlasseide oder Satin überzogen. Und wenn man hier mal so reingeht mit der Hand, dann merkt man, dass es wirklich extrem hart ist und dem Fuß aber natürlich in dieser vertikalen Achse im Spitzentanz eine optimale Stabilität gibt. Ja? Man unterscheidet halt die Zehenbox, dann schließt sich daran an das Fersenblatt, das ist sehr weich und flexibel. Und was ganz spannend ist, dass man bei diesen Spitzenschuhen nicht zwischen rechts und links unterscheidet. Also die Schuhe sind alle egal und die Ferse weist hier eine Aussparung auf. Ja? Und das ergibt sich dadurch, dass die Tänzerin ja ständig Positionswechsel hat zwischen flach aufgelegtem Fuß auf dem Boden und dann eben in die vertikale Achse gehend. Und der Fuß ändert ja seine Größe. Ne? Ob er flach auf dem Boden liegt, ist eine Nummer größer, als wenn er auf vertikaler Achse steht. Und das würde dann einfach ein hässliches Bild geben, wenn hier dieser Sohlenanteil an der Ferse hinten überstehen würde. Deswegen wird die Ferse eigentlich im Spitzenschuh ausgespart. Ja? Und wenn man die halt in so einem Ballettfachgeschäft kauft, diese Schuhe, man wird dort ja in der Regel auch sehr gut beraten, ist es längst noch nicht so wie beim Schuhkauf, dass man dann die Schuhe anzieht und gleich tanzen kann, sondern jede Tänzerin bearbeitet ihren Spitzenschuh individuell. Ja? Man hat hier so eine Plattform, in der Regel 2,5 bis 3,5 cm groß, auf denen man steht. Und manche Tänzerinnen zum Beispiel, die sticken hier so einen Rand drumherum, um die Oberfläche des Schuhs ein bisschen zu vergrößern und mehr Stabilität halt in der vertikalen Achse zu haben. Oder andere mögen das halt nicht, dass hier so Satin drüber ist, weil es zu glatt ist. Die schneiden sich dann diesen Satin-Teil hier los. Der Schuh wird auch regelrecht mit einem Hammer bearbeitet. Also oftmals schlagen die ihre Schuhe sogar gegen die Tür, um die ein bisschen weich zu machen. Oder sie bearbeiten die gerade, wenn Tänzerinnen hier so ein bisschen einen Hallux Valgus haben, also die typische Schiefzehenstellung der Großzehe, die sich nach jahrelangem Tanzen in der Regel einfach ergibt, wird diese Stelle, wo dann die Großzehe in den Spitzenschuh reindrückt, eben auch bearbeitet mit einem Hammer und aber weicher gemacht. Diese Übung ist besonders gut, um die Muskulatur der Füße aufzuwärmen. So werden die Füße geschmeidig. Wir beginnen in der ersten Fußposition und zeigen einige Aufwärmübungen mit einer Hand an der Barre. Die Übungen werden erst mit dem einen, dann mit dem anderen Bein ausgeführt, damit beide Körperseiten gleich stark trainiert und gestärkt werden. Wir sehen ein Relevé balancé in erster Position mit dritter Armhaltung. Es gibt so Aussagen darüber, wenn man jetzt so einen herkömmlichen Sportschuh mit einem Spitzenschuh vergleicht, die Haltbarkeit ist natürlich wesentlich geringer. Es gibt Aussagen, dass Ballerinen, je nachdem wie viel sie auf Spitze tanzen, pro Jahr zwischen 45 und sogar 600 Paaren Spitzenschuhen verbrauchen. Hier sehen wir ein Soutenu par terre. Erst nach vorn, en avant, dann zur Seite, à la seconde, dann nach hinten, en arrière. Soutenu meint das Zusammenziehen der Beine aus einer offenen in eine geschlossene Fußposition. Die meisten Übungen im Ballett führt man erst nach vorn, dann zur Seite, nach hinten und wieder zur Seite aus. Das nennt man en croix, kreuzförmig. Nun sehen wir ein Demi-Plié in der fünften Position. Anschließend zeigt Yvonne ein drittes Port de Bras im Demi-Plié tendu en avant. Tendu bedeutet
gestreckt. Es besteht aus einem Penché, Kippen, im Demi-Plié und Penché, Rück. Und Soutenu mit gestrecktem Standbein. Jetzt wiederholt Yvonne die Übung en dedans mit dem dritten Port de bras tendu, Rück und Soutenu. Und wir enden in der fünften Position. Der Spitzentanz ist nur dann schädlich, wenn er technisch nicht sauber ausgeführt wird. Oder wenn eben der Fuß vollkommen ungeeignet für den Tanz ist. Und da gibt es einfach Kriterien, die man dann auch als Orthopädin überprüfen sollte. Beispielsweise die Vorfußformen. Da gibt es drei unterschiedliche Formen. Es gibt den ägyptischen Fuß, wo die Großzehe bis zur Kleinzehe, wie die Orgelpfeifen, halt abfallen. Das ist die ägyptische Fußform, die sich für den Tanz ganz gut eignet. Es gibt aber auch die griechische Fußform, wo dann die zweite Zehe einfach länger ist als die Großzehe. Und da kann man sich ja unschwer vorstellen, wenn ein solcher Fuß im Spitzenschuh steht, dann lastet die Hauptlast eben auf der zweiten Zehe und dem zweiten Mittelfußknochen. Und das kann dann später sehr häufig zu Ermüdungsbrüchen in dem Bereich führen. Und die geeignetste Form für den Spitzentanz, die aber leider sehr selten ist, ist der sogenannte kubische Fuß. Das heißt, dass da alle Zehen weitestgehend gleich lang sind. Ja, und wenn die gleich lang sind, dann hat man natürlich eine optimale Druckverteilung im Schuh. Ja? Und wenn die Fußform stimmt und vor allem die Stabilität des Fußes auf der Spitze stimmt, und das hängt nicht von dem Alter des Kindes ab, sondern das hängt vom Trainingszustand der Muskulatur ab, die das Sprunggelenk stabilisieren. Wenn das gut trainiert ist, dann ist auch das richtige oder der richtige Zeitpunkt gekommen, sich auf die Spitze zu stellen. Und es gibt von berühmten Ballerinen Aufnahmen von Füßen, die auch nach 40 Jahren Tanzkarriere immer noch sehr schön aussehen und keinerlei Schäden festzustellen sind. Nun sehen wir ein Relevé lent zur vierten Arabesque. Bei diesen Übungen, die meist auf einem Bein ausgeführt werden, kann man gut erkennen, wie wichtig Haltung und Gleichgewicht für Balletttänzerinnen sind. Bei dieser Pose steht der Tänzer auf einem Bein. Das andere Bein wird mit gestrecktem Knie nach hinten gehoben. Jetzt gehen wir in den Raum. Diesen Teil einer Stunde nennt man Au Milieu. Hier könnt ihr verschiedene Armhaltungen im klassischen Ballett gut erkennen. Diese Haltungen lassen Arme graziler und Bewegungen harmonischer aussehen. Erstes Port de bras. Zweites Port de bras. Drittes Port de bras. Und fünfte quasi. Jetzt viertes. Kopf. Und da. Allongé. Zurück. Bar fest. Gut. Und jetzt die gerade. Viertes Port de bras. Vor Kopf zu uns. Hopp. Kopf. Da. Auswärts hinten. Ja. Sechstes Port de bras. Und jetzt. Und das fünfte Port de bras. Waagerecht und erste Seite, Rückseite, aufrichten, öffnen und achten. Jetzt sehen wir einige Sprünge. Diese Übung heißt Temps levé sauté. Die
Dieser Schritt heißt renverser en dehors. Hier sehen wir glissade changer nach rechts und nach links. Glissade bedeutet gleiten. Und jetzt mit dem anderen Bein. Glissade changer nach links und nach rechts. Noch einmal das renversé en dehors. Jetzt zeigen wir euch ein Grand Allegro. Diese Übung beinhaltet viele große Sprünge des klassischen Balletts. Der Tänzer orientiert sich an vorgegebenen Raumrichtungen. Nach Vaganova gibt es 8 Raumrichtungen, beginnend mit der Front als Raumrichtung Nummer 1. Alle weiteren Diagonalen und Geraden werden im Uhrzeigersinn durchnummeriert. Je nachdem, auf welcher Diagonalen oder Geraden sich ein Tänzer bewegt, bekommt der Tanz eine andere Bedeutung. Diesen Schritt nennt man Pas de bourrée suivi. Dieser Schritt sollte möglichst schwebend und gleitend ausgeführt werden. Durch diesen Schritt bekommt das Ballett auf der Bühne einen schwebenden Charakter. Wir beenden die Stunde mit einer Reverence.